Kann es schon vorkommen, dass ich während dem Laufen so einnicke? Glaubst du, du würdest dann auch noch eher einschlafen, wenn du intim mit jemandem bist? 23 Uhr einschlafen, 7 Uhr morgens aufstehen. Bumm, zack, fertig, das ist meine Schlafroutine. Für meine Gästin Melanie ist das leider nicht ganz so easy. Sie hat eine Krankheit, eine Schlafstörung, die sie zu den ungünstigsten Momenten einschlafen lässt. Melanie, schön, dass du bei uns bist. Erzähl doch einmal, was war der gefährlichste Moment, in dem du eingeschlafen bist? Als ich ganz am Anfang der Krankheit stand, wusste ich natürlich noch nicht, wie, wo, was. Und wir waren dann am Fasching bei uns hier. Und ich habe mich dann nach dem Auftritt hinter unserem Anhänger hingesetzt und bin dann bei minus 10 Grad eingeschlafen. Und niemand wusste, wo ich war. Und per Zufall hat mich dann eine Freundin gefunden, weil sie dann dachte, ja, irgendwo muss sie ja sein. Und ja, ich war dann ziemlich durchgefroren und habe mich dann zum Glück aber mit Tee und Tee und Tee wieder aufwärmen können. Wie fühlt sich das ganz genau an? Also, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du schlagartig müde wirst und das gar nicht kontrollieren kannst? Das Bedürfnis, dieses Verlangen, schlafen zu gehen, das ist mega heftig. Also, egal wo ich dann bin, ich würde dann am liebsten auf den Boden legen, in Fötusstellung und einfach nur schlafen. Man sagt auch, dass das Gefühl von unserer Müdigkeit für einen gesunden Menschen sich anfühlt, als wäre er 36 Stunden wach. Und das kann bei uns nach 2 Stunden eintreten. Welche Diagnose hast du genau? Ich leide unter Narkolepsie Typ 1. Typ 1 bedeutet, ich habe die Narkolepsie, die Schlafstörung und Kataplexien. Kataplexien sind Muskelversager, die auftreten können bei emotionalen Auslösern. Bei mir sieht es meistens so aus, dass ich in die Knie gehe, die Hände fallen, mein Kopf fällt und ja, dann muss ich warten, bis es sich wieder beruhigt hat und dann geht es normal weiter. Es ist keine dauerhafte Schädigung. Wir gucken uns auf jeden Fall später gemeinsam an, wie das dann genau im Alltag aussieht. Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen, weil ich darüber auch noch nie was gehört habe. Was sind dann emotionale Auslöser für dich? Bei mir werden die Kataplexien vor allem durch Lachen oder Schadenfreude ausgelöst. Also wenn ich jemanden einen Streich spielen will, bin ich meistens die, die dann ja den Kürzeren zieht. Das ist Melanie, 30 Jahre alt und Schweizerin. Und das ist Maite, ihre Katze. Seit einem Jahr sieht man Melanie häufig so oder so oder so. Melanie hat Narkolepsie. Sie könnte jeden Moment plötzlich einnicken. Die Müdigkeit kommt meistens wie eine Faust ins Gesicht. Nicht nur das, die Narkolepsie holt mich auch zu den unmöglichsten Zeiten aus dem Bett. Es ist 4 Uhr nachts. Früher war Durchfeiern für Melanie als Türsteherin quasi Pflicht. Heute kann es passieren, dass ihr beim laut Loslachen einfach so die Muskeln kurzzeitig versagen. Ihren Humor und vor allem Fastnacht lässt sie sich dadurch aber nicht nehmen. Melanie, wie hast du denn bemerkt, dass irgendetwas anders ist? Ich konnte 10 Stunden schlafen, 12 Stunden schlafen. Ich war immer noch müde. Und ich merkte auch, als ich gelacht habe oder irgendwas lustig fand, dass meine Knie weich wurden. Und dann hat es noch angefangen mit den heftigen Albträumen in der Nacht und den Schlaflähmungen. Und da dachte ich, ja gut, ja, jetzt sollte ich vielleicht mal zum Arzt gehen. Ich stelle mir das total gruselig auch vor. Erzähl doch mal, wie war der Moment, als du dann so die Diagnose bekommen hast? Durch das, dass man schon vermutet hat, was es war, wusste man schon ein bisschen, was es sein könnte. Aber an dem Tag, als dann die Diagnose kam, es war schon ziemlich heftig. Ich habe dann auch wirklich meine Selbstmitleidstage gehabt. Ich habe da geheult, ich habe mich gefragt, warum ich und das kann doch nicht sein, jetzt das noch und wie soll das jetzt alles gehen? Weil es ist schon ziemlich einschneidend. Du musst schon ziemlich vieles ändern im Leben. Du kannst nicht so weitermachen wie bisher. Und das in meinen Kopf zu kriegen, das war schon nicht so einfach. Wie sehen für dich gute und schlechte Tage aus, was deine Narkolepsie betrifft? Die guten Tage sind natürlich die, bei denen ich aufstehe um 6 Uhr, mich einigermaßen gut fühle und dann den ganzen Tag irgendwas machen kann, ohne diese krassen Müdigkeitsattacken. Und die ganz schlechten sind wirklich die, da stehe ich auf, gehe mal kurz aufs Klo, was trinken und dann denke ich, nee, heute nicht. Gehe ich wieder ins Bett. Welche Tricks hast du erlernt, um dich wach zu halten, wenn es mal sein muss? Wenn ich zum Beispiel für mich selbst Fernsehen schaue oder mit anderen, ich tippe meistens irgendwas auf dem Handy rum, ich spiele Games oder ich nehme natürlich eine Tablette, wenn es gar nicht anders geht, weil ich habe ja Medikamente, die ich nehmen kann. Man merkt, wenn ich mega müde bin, ich fange mit den Beinen ganz krass an zu wippen. Also wirklich so, dass jeder rundherum so genervt ist. Oder ich kratze mich auch. Ich habe so angefangen, mich in der Handfläche zu kratzen, damit so der Impuls kommt. Ich habe aber letztens gemerkt, auch das funktioniert nicht immer.
Oder ich stehe halt wirklich zwischendurch mal auf. Ich kann natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ist, mit so einer Schlafstörung umzugehen. Aber ich kenne das auf jeden Fall. Wenn ich mit FreundInnen Filme gucken will, sind die alle immer super abgefuckt und haben immer schon gar keine Lust, weil ich nicht nur bei Filmeabenden auf der Couch, sondern auch im Kino einschlafe. Und dann sind die immer super pissig. Wie gehst du so damit um? Freunde, mit denen ich mich treffe, die wissen das und sagen dann, ja gut, dann schlaf schön. Ich habe sowieso meine Schwester, meine Mutter voran. Mega hinter mir, wie auch meine Freunde. Das ist schon mega ein gutes Gefühl, wenn du weißt, hey, ich kann machen, ich kann leben, ich kann probieren, ich kann testen. Und sie stehen da und sie fangen dich auch auf, wenn es mal nicht so geht, wie es sollte. Hast du dich selbst schon mal bei so einer Kataplexie gefilmt? Leider nein. Wir versuchen es immer wieder, weil meine Ärztin auch ein Video sehen will. Wir haben uns mal ein paar Szenen zusammengesucht und ich würde mich natürlich jetzt super dafür interessieren, ob das deiner Realität entspricht oder so gar nicht. Hang in there, right? I do. Das Augenrollen, das er am Anfang zeigt, ja, weil das ist auch, wenn ich mega müde bin, dann fangen meine Augen an, so nach hinten zu rollen. Aber als Kataplexie so bei mir noch nicht. Gibt es bestimmte Hobbys oder so Sachen im Alltag, wie zum Beispiel Autofahren, die du dann nicht machen kannst wegen der Narkolepsie? Ich habe jetzt mit meiner Ärztin so darauf geeinigt, dass ich nicht mehr fahre und höchstens mal eine Kurzstrecke vielleicht zur Tanke, so 5 Minuten. Großes Hobby von mir war früher auch das Türsteher. Ich war lange Türsteher, weil ich das mega gerne gemacht habe einfach. Und durch die Kataplexien jetzt aber kann ich das nicht mehr, weil ich nicht einschätzen kann, wie mein Körper auf gewisse Situationen reagiert. Und somit fällt das dann weg, ja. Und ich könnte jetzt zum Beispiel nie mehr Fangen spielen oder sowas, weil wenn man mir nachläuft, dann falle ich, das weiß ich, das habe ich schon herausgefunden. Hast du dich schon mal verletzt bei einer Kataplexie? Bis jetzt noch nicht zum Glück, weil ich wirklich, ich falle nicht wie ein Brett um. Ich gehe wirklich von oben nach unten in die Knie. Die Kataplexien, die entwickeln sich ja von Zeit zu Zeit. Also am Anfang war es weiche Knie, dann mal ein bisschen einknicken. Und das erste Mal, als ich bemerkt habe, dass sie schlimmer wurden, war, als ich ein Video von euch geschaut habe mit Jan von Gewitternkopf. Meine Schwester hat gesagt, hey, guck mal, ist mega lustig. Und ich war gerade am Pizza essen. Und jedes Mal, als ich lachen musste, so, weil es wirklich mega lustig mit ihm, ist mir die Pizza aus der Hand gefallen und ich konnte nicht mehr essen. Und das ist so, ey, krass, das hatte ich vorher auch noch nie. Ist dir das so schon mal passiert, also dass du so im Laufen oder im Stehen einschläfst? Wenn ich müde bin, heiß habe und vielleicht noch 1-2 Schlücke Alkohol getrunken habe, kann es schon vorkommen, dass ich während dem Laufen so einnicke. Einmal, da waren wir am Umzug mit der Karnevalsgruppe, ein bisschen Weißwein getrunken. Alkohol hat für mich ziemlich einen Einfluss auf das Ganze. Und wir sind dann Umzug gelaufen, ich habe dann mein Instrument gespielt und bin während dem Laufen und dem Spielen mit dem Alkohol, der Hitze und alles, bin ich dann plötzlich, war ich weg ein paar Mal. Also ich habe aufgehört zu spielen, bin dann nach auf die Seite gekippt. Hello, your man whore for this evening. Hi, I'm Carol. Hat deine Narkolepsie auch, wie da gesehen, schon so dein Datingleben irgendwie beeinflusst? Ich hatte einmal ein Date und ich war so nervös und ich hatte wirklich Angst, dass wenn er kommt, dass dann meine Beine völlig versagen, aber ich konnte mich halten, es ging alles gut. Aber es ist schon, du planst anders, du denkst so, ja, nee, Kino ist nicht so geil, weil ja. Und ja, ein Film schauen ist auch nicht so wirklich cool, weil es kann auch vorkommen, dass ich Kopf nach hinten, Mund offen und so einschlafen, das ist nicht so vorteilhaft, wenn man daten will. Glaubst du, du würdest dann auch noch eher einschlafen, wenn du intim mit jemandem bist? Oder, keine Ahnung, vielleicht auch bei der Selbstbefriedigung oder so? Für mich, ich hatte wie Blackouts. Keine Ahnung mehr, so, war das jetzt, weil du wirst dann schläfrig und du hast zwar den aktiven Sex, aber irgendwie war es dann trotzdem so strange. Und ich sage, beim Orgasmus fühle ich, dass wie eine Kataplexie kommen kann. Also es ist schon, du merkst, es wird alles so ein bisschen, aber es fällt eigentlich nicht auf. Wie hat Social Media und auch so eine Narkolepsie-Community zu finden deine Einstellung verändert?
Auf Facebook hat es dann eine Gruppe gegeben, die heißt Narkolepsie und Kataplexie. Dann habe ich weitergeschaut auf Instagram. Und da findest du eigentlich erstaunlich wenig. Dann habe ich mich entschieden, selbst eine Seite zu machen, wo ich einfach über das Alltag, was heißt es für mich, was sind so die kleinen Optionen, was kommt auf dich zu. Und die Seite habe ich jetzt aufgezogen. Jetzt kommen natürlich auch Menschen, ja, von Amerika habe ich einen kennengelernt, der ist mega cool drauf, der hat auch Narkolepsie und mit dem habe ich mich ausgetauscht und dann hat er mir noch empfohlen, ja, schau mal bei der vorbei oder bei der und so hast du dann plötzlich dein Netz, wo du die Leute siehst, ah, die hat das auch und hey, die geht so damit um und der hat das auch und das ist schon mega cool zu sehen, hey, du bist ja gar nicht alleine mit dem. Das ist so toll zu sehen, ich habe Gänsehaut so. Die Kraft von Social Media macht so viel und ich hoffe auch, dass wir mit diesem Video noch weitere Menschen erreichen können, die vielleicht entweder andere Diagnosen haben, vielleicht genau die gleiche Diagnose haben wie du und irgendwie durch dein Selbstbewusstsein, dass sich irgendwie angesteckt fühlen. Was vermisst du aus deinem Leben ohne Narkolepsie? Ich muss meine Selbstständigkeit abgeben, ich muss Hilfe annehmen, was ich früher überhaupt nicht gerne gemacht habe. Ich war so mega spontan, ich habe das geliebt, so hey, komm, wir gehen jetzt dahin und danach können wir noch feiern gehen und so. Und jetzt ist so, ja, nee, das kann ich nicht, weil ich sollte ja noch schlafen vielleicht. Du weißt, du hast die Krankheit nun ein Leben lang. Du hast keine Ahnung, wie sich das Ganze entwickelt. Und du hast auch keine Ahnung, was noch kommt. Aber musst ja trotzdem irgendwie weitermachen. Hat deine Krankheit denn auch was Positives für dich bewirkt? Ich war früher so, ja, manchmal so ein kleines Agro-Kid. Ich war so, ja, ja, scheißegal, und wenn ich heute, dann morgen, und wenn ich morgen, dann vielleicht gar nie. Und ich habe auch nie wirklich Ziele gesetzt in meinem Leben. Und seit der Diagnose, ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so glücklich. Ich hatte noch nie so ein Glück verspürt wie seitdem. Ist mega strange eigentlich. Aber ich habe plötzlich Träume, ich habe Ziele, ich habe Illusionen. Ich so, das will ich machen, das will ich machen und das soll ich erreichen. Vielen Dank, dass du Lust hattest, das mit uns zu teilen. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was hilft euch denn beim Einschlafen? Bei mir, wenn es hart auf hart kommt, nur die 3 Fragezeichen. Klickt sehr gerne auch auf dieses Video von Die Frage. Die haben mit Manuel gesprochen, der ein chronisches Erschöpfungssyndrom hat. Und abonniert uns sehr, sehr gerne, denn ich weiß, dass du das noch nicht gemacht hast. Vielen Dank.